Herzlich willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Folge von Kurz und Bündig. Heute mit der Frage AT und oder NT. Unsere Bibel besteht ja bekanntlich aus zwei Teilen. Dem dickeren Teil vorne in der Bibel, das ist das AT, das Alte Testament. Ich habe hier die hebräische Ausgabe des Alten Testaments, da kommt man als Student nicht drum rum. Und ich habe hier ein Neues Testament, das ist mein erstes Neues Testament, das wir damals im Gymnasium uns anschaffen mussten. Im AT hören wir die Geschichten der alten Israeliten, die Propheten, die lesen uns die Leviten, und in den Psalmen, da haben wir so eine Art Gotteslob des Judentums, des Volkes Israel vor uns. Im Neuen Testament, da treffen wir auf Jesus Christus, seine Worte, seine Taten und die Geschichten, die Taten der jungen Kirche. Jetzt AT oder NT? Wenn Jesus nun gekommen ist, mit den Menschen einen neuen Bund zu schließen, braucht es dann noch den alten Bund? Das Neue Testament, das richtet sich nicht nur mehr an die Juden, sondern an alle Menschen. Können wir da nicht dann das Alte Testament den Juden überlassen und wir konzentrieren uns als Christen ganz auf das Neue Testament? Wie verhalten sich AT und NT? Wenn in Jesus das Entscheidende passiert, wozu braucht es dann noch diesen riesen Anlauf durch das ganze dicke Alte Testament? Und wenn das Alte Testament heute noch so gilt wie damals, wozu braucht es dann wiederum ein neues Testament? Den Juden reicht ja auch die hebräische Bibel, also unser altes Testament. Oder ist das NT nur ein Appendix, ein Anhang zum Alten Testament? Ist Jesus ein weiterer Prophet à la Jesaja oder Ezechiel? Ist die Apostelgeschichte nur eine Fortschreibung der Geschichte Israels, das sechste Buch Mose sozusagen, oder innerhalb des deuteronomistischen oder chronistischen Geschichtswerkes? Man muss jetzt nicht bis zu den indiskutablen Nazis zurückgehen, die meinten, das AT entsorgen zu müssen, um einen arischen Jesus zu bekommen. Immer wieder gibt es auch namhafte Theologen wie Friedrich Schleiermacher oder Adolf von Harnack, die vorschlagen, das AT doch zu den Akten, das heißt in dem Fall zu den Apokryphen zu legen, das heißt zu den Schriften, die nützlich sind zu lesen, wo aber jetzt nicht von Jesus Christus die Rede ist. Dass man das doch also aussortieren könnte. Zuletzt hatte diesen Gedanken meines Wissens Notgas Lenska, 2015 ist das gewesen. AT oder NT, unser erster Punkt. Der zweite Punkt, vom Wert des AT. Ich möchte das AT mit der Kindheit unseres Glaubens vergleichen. Kann man die Kindheit je von sich abtrennen, abschneiden? Gehört sie nicht vielmehr, und zwar für immer, zu mir? Ja, viele Entwicklungspsychologen, die sagen, dass in der Kindheit die Entscheidungen, Prägungen stattfinden. Und was in der Kindheit versäumt wurde, das kann selbst von vielen Pädagogen, Psychologen, Therapeuten und so weiter nicht mehr adäquat eingeholt werden, nachgeholt werden. Wir können die Wichtigkeit der Kindheit
für unser Leben vermutlich gar nicht überschätzen. Das gilt übrigens im Positiven wie im Negativen. Ich hoffe, Sie hatten eine gute, unbeschwerte, leichte Kindheit, die Ihnen Schwung gegeben hat fürs ganze Leben. Es könnte aber auch anders gewesen sein, wenn Sie eine schwere Kindheit hatten, an dem, was Menschen in ihrer Kindheit an Schlimmen erleben mussten, kauen sie oft ein ganzes Leben lang. Und das ist ja das Fatale an Krieg, an Missbrauch, an Leid aller Art. Ja, die Leidtragendsten, das sind fast immer die Kinder. Und oft genug geben solche Kinder dann, wenn sie selber groß geworden sind, ihre Erfahrungen leider weiter. Das AT, das gehört untrennbar zu uns Christen. Das kann man nicht einfach wegamputieren. Da würden wir uns ja ins eigene Fleisch schneiden. Man kann sich nicht seiner eigenen Kindheit entledigen. Wieso sollte man das auch tun? Jetzt drittens und letztens das richtige Verhältnis von AT und NT. Doch sind wir heute keine Kinder mehr, auch wenn die Kindheit immer zu uns gehört und gehören wird. Wir sind keine Kinder mehr, wir sind erwachsen geworden. Und mit dem Neuen Testament, da haben wir auch einen neuen Bezugspunkt gefunden, an dem wir nicht mehr vorbei können, ja auch wollen und hinter denen wir auch nicht mehr zurück können und wollen, Jesus. Aber dieser Jesus, der hat das AT mit der Muttermilch aufgesogen. Er kannte die Schrift fast auswendig. Schon der 12-jährige Jesus stiehlt den Schriftgelehrten im Tempel ja die Show. Nein, wir bleiben bei der einen ganzen Bibel aus AT und NT, das eine ist nicht ohne das andere zu haben und nicht zu verstehen. Ich bin ohne meine Kindheit nicht zu verstehen. Und auch wenn ich längst nicht mehr Kind bin und meine Kindheit immer länger zurückliegt, meine Kindheit wird immer zu mir gehören. Und mein Altes Testament auch. Ich bete. Allmächtiger Gott, du offenbarst dich in der ganzen Bibel, von der ersten bis zur letzten Zeile. Wir bitten dich für alle Christen, dass sie mit Freude und Eifer das Wort Gottes studieren und meditieren. Wir beten für unsere älteren Brüder und Schwestern, die Juden, lass sie am Bund mit Gott festhalten. Wir beten für alle Menschen, die eine harte Kindheit hatten, lass sie dennoch gut ins Leben einfädeln. Und wir beten für die Verstorbenen, lass sie mit Christus im Paradiese sein. Gott, einst führtest du das Volk Israel durch die weglose Wüste, heute führst du die Kirche durch herausfordernde Zeiten. Lass uns im ganzen Wort Gottes einen Kompass finden, der uns zum Ziel unseres Lebens führt, zu Christus, unseren Herrn. Amen. Ate, ente, das gehört zusammen, am besten auch in den Originalsprachen, Hebräisch, was das Alte Testament angeht, Griechisch, was das Neue Testament angeht. Aber es gibt verschiedene Übersetzungen und Bibelpläne, die einem helfen, mit dem Wort Gottes gut umzugehen und sich hier nicht zu überfordern. Also wenn Sie mit der Bibel, mit dem AT anfangen, dann bitte nicht mit dem ersten Buch der Chronik,
Kapitel 1 bis 9, also, weil dann stellen Sie sich die Sinnfrage. Ja? Fangen Sie mit dem Matthäusevangelium an im Neuen Testament oder mit dem Buch Genesis ganz vorne im Alten Testament. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Und der Segen des guten Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme über dich und die Deinen und bleibe bei dir alle Zeit. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, je nachdem, und sage Tschüss, bis bald.